Kapitel 18 – Der Bunker. Herzlich willkommen zu Let's Play Uncharted Drakes Schicksal. Wir sind hier in einer alten Anlage der Nationalsozialisten, die wohl während dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Aber was zur Hölle haben die Nazis hier gesucht? Hier geht's auf jeden Fall tief runter, denke ich mal. Ja, hier geht's tief runter, also hier können wir nicht einfach runterhüppen. Wahrscheinlich vorne an das Rohr. Hier. Oh. Und nochmal. Ja, so klappt das denn jetzt hier hoch. Und da unten seht ihr schon ein altes U-Boot. Wir hatten ja schon mal eins gesehen. Zu Beginn dieses Let's Plays. Ein altes U-Boot der Nazis. Und die hatten ja auch eine riesige U-Boot-Flotte. Während dem Zweiten Weltkrieg. Vor allem zu Beginn des Krieges haben die Wolfsrudel, wie man die genannt hat, gut ausgeteilt. Aber zum Ende hin wurde es dann immer gefährlicher, vor allem, weil die Alliierten ein neues Sonar hatten und auch den Enigma-Code geknackt haben. Mit denen verschlüsselte Informationen vom Hauptquartier zu den deutschen U-Booten übermittelt wurden. Und das Beste ist, die Deutschen wussten gar nicht, dass die Alliierten schon den Enigma-Code entschlüsselt haben. Und solche Sachen können dann über Sieg und Niederlage entscheiden. Oh, und wo jetzt? Darunter? Ja, genau hier runter. Also Nathan Drake hat bei den Bundesjugendspielen bestimmt immer eine Ehrenurkunde bekommen. Und Sport war sicherlich auch eine Eins. Wahrscheinlich auch Sprachen. Englisch und so, konnte er wahrscheinlich auch recht gut. Latein hatte er bestimmt auch, als alter Archäologe. Wo geht's denn? So, da müssen wir rüber. Ach, und jetzt wird's ja richtig angenehm hier. Zumal wir ja wissen, hier lauern nicht nur Schergen von Eddie und Roman, sondern auch irgendwelche Bestien. Kreaturen direkt aus der Hölle. Nate, hörst du mich? Sullivan, melde dich. Nate! Ach, es nützt nichts. Ich habe hier drin keinen Empfang. Oder vielleicht Kreaturen von den Nazis erschaffen oder so. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier auf der Hut sein. Und zwar richtig. Ah, hier noch eine alte Knarre. Die können wir gut gebrauchen. Hier wird's jetzt langsam richtig unbehaglich. Wow. Gleich kommt bestimmt irgendwo so ein Vieh aus der Ecke gehüpft. Ich sehe sowas schon kommen. Wir kriegen da ja auch nicht umsonst eine Maschinenpistole bzw. ein Maschinengewehr. Was zum Teufel war hier los? Ach du Scheiße. Hier wurde kräftig aufgeräumt. Und das sind wahrscheinlich auch noch alte Überreste dieser Anlage, der Anlage der Nazis. Sagen wir erstmal die Munition ein. Und dann schauen wir uns hier nochmal um, genauer in dem Raum. Wer weiß, was wir hier noch so finden könnten. Was uns helfen könnte. Oder ein Schätzchen oder sowas. Oh, sehr unauffällig. Also einen Schatz oder ähnliches mache ich hier noch nicht aus. Allerdings viel Munition. Das bedeutet, dass hier wahrscheinlich gleich ein paar Kreaturen auf uns zukommen. Oh nein. So viel dazu. Scheiße, Mann. Ach du Kacke. Weg mit dir. Boah. Heieieiei. Und das noch eins. Noch eines dieser Bestien. Pam.
Hat's nicht anders verdient, das Drecksvieh. Heiliger Christophorus. Und jetzt vorsichtig. Oh. Die könnten jetzt das hier wie Dead Space gerade. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Eben mal nachladen. Das könnte unser Leben retten. Vielleicht nochmal zurückgehen, die Munition aufladen. Oder finden wir da hinten welche? Nee, darauf kann ich mich nicht verlassen. Komm, 10 Schuss könnten unser Leben retten. Also nehmen wir das schön mit. Ach! So im Laufen um sich ballern ist, glaube ich, genau das Richtige, um die Viecher hier auszuschalten. Guckt euch die mal an. Hier, wenn ich die gut zeigen kann. Also die sehen auf jeden Fall nicht nach sympathischen Zeitgenossen aus. Ich würde die nicht zum Kaffee einladen. Würdet ihr die zum Kaffee einladen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Mann. Da kommt der Nächste. Na komm her, Bubi. Komm her, ich warte auf dich. Quatsch! Knie nieder, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier lade ich nochmal nach. Ist hier vielleicht noch mehr Munition gewesen? Okay. Ja. Und ein Schätzchen. Eine goldene Affenfigur. Hier mitten bei diesen komischen Kreaturen der Unterwelt. Oder was das auch immer für Bestien sein sollen. Vielleicht auch so genmanipulierte Wesen, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Aber was ich weiß, ist, dass mit den Viechern nicht zu spaßen ist. Komm her! Oh, Backe! Mach das nie wieder, ja? Mann! Jetzt strapaziert das Spiel aber langsam meine Nerven, Freunde. Kriegt man ja beinahe einen Herzinfarkt, wenn die Viecher hier um die Ecke gerannt kommen. Und ich sehe schon kommen, dass uns irgendwann noch einer von hinten angreifen wird. Ich weiß es genau. Lass mich in Ruhe! Jetzt muss man laufen und schießen. Und nochmal, komm. Gib doch endlich den Geist auf, du Drecksvieh. Meine Fratzke, ey. Puh. Ich kann immer nur durchatmen danach. Krieg ja nachher noch einen Krampf in den Füßen vor Spannung. Boah, und wo geht's jetzt hier lang? Das muss der Generatorraum sein. Und hier müssen wir den Strom wieder anjagen. Problem allerdings, ich hoffe, da ist Benzin drin oder ähnliches, damit da überhaupt der Strom angeht. Und hier sind wieder viele Munitions... Hier wieder viele Gewehre, viel Munition. Das bedeutet wahrscheinlich, dass hier auch ein paar Kreaturen auf uns warten. Und große Räume sind absolut nicht mein Fall bei sowas. So, wie können wir den Generator denn wieder anwerfen? Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Der Raum scheint sicher. Aber wo können wir den denn jetzt hier wieder anwerfen, den Generator? Hallo? Hier irgendwas da? Womit ich den Generator anwerfen kann? Vielleicht hier? Nein, kein Schaltkreis oder ähnliches. Ich meine, hier komme ich ja her. Hallo,
wo soll das denn jetzt weitergehen hier zur Hölle? 20 Mal im Kreis rennen ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Vielleicht hier irgendwo hoch? Oder einfach vielleicht... Wo geht's denn hier lang? Nirgendwo. Türe ist zu. Da vorne ist die Tür auch geschlossen. Jetzt mal hier nach System vorgehen. Hier kommen wir doch her. Aber vielleicht müssen wir hier wieder raus und sogar hier hinten lang irgendwie. Nein, hier waren wir auch schon, hier müssen wir nicht lang. Hier haben wir auf jeden Fall schon ordentlich aufgeräumt. Und hier waren wir eigentlich schon richtig, im Generatorraum. Hier müssen wir den Strom irgendwie angehauen kriegen wieder. Hier vorne ist nichts wie ein Schalter oder ähnliches. Diese Türe ist zu, wie wir bereits gesehen haben eben auch. Die da vorne allerdings auch. Diesen Sicherungskasten oder was das darstellen soll, den können wir nicht aktivieren. Wir würden es ja sogar verstehen, wie man den aktiviert, denn wir können ja Deutsch. Ne? Aber wo zur Hölle? Einfach hier hochklettern oder was? Das kann's doch nicht sein. Ah, hier ist eine Kurbel. Naja, sag mir das doch wer. Ein Glück. Der Strom funktioniert tatsächlich noch. Kapitel 19. Unliebsame Gäste. Oh, oh, oh. Bams. Kommt her, ihr Bestien aus der Brut! Mach dich vom Acker! Oha! Ich muss hier raus, irgendwie. Wie auch immer! Scheiße, Mann! Schnell hier hoch! Schnell, Munition nehmen, komm schon! Ich hab da irgendwas aktiviert. Scheint Aufzug gewesen zu sein. Ach du heiliger Bimbam. Granate nehme ich auch noch mit. Munition. Was war das, was ich da aktiviert habe? War das hier der Aufzug oder was? Eieieiei. Oder muss ich jetzt hier wieder runter? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin ein bisschen überfragt. Ich sehe auch nichts. Und diese Kreaturen, die machen mich ganz perplex. Oh oh. Okay. Das ist noch ein Vieh. Boah, meine Fresse. Alter. Oh, ich baller einfach nur noch wie wild hier um mich rum. Dass so viel Sinn macht. Ist fraglich. Wer liegt denn da? Ist ein alter Nazi-Soldat gewesen? Wahrscheinlich. Mann, jetzt geh schon drauf. Vielleicht hat er noch was für uns. So, und ich glaube, wir müssen hier wieder lang, oder? Oder da übel. Kommen da immer mehr Viecher oder was ist da los? Ist ja langsam gut hier. Ach du Drecksschwein, Drecksvieh oder was auch immer. Dann gehen wir halt hier lang. Boah, 30 Eliminierungen schon mit der MP40, dieser Waffe hier. Und ich bin gleich völlig fertig. So, jetzt müssen wir das Ding wahrscheinlich hier noch aktivieren.
Und da ist er endlich, der Aufzug oder der Ausgang oder was auch immer. Da müssen wir raus. Falls wir da noch lebend ankommen. Ah, weg mit dir. Schnell die Munition noch einpacken. Und jetzt müssen wir schauen, wo können wir hier lang? Wo müssen wir hier lang überhaupt? Ich finde diesen Ausgang nicht. Nein, lass mich in Frieden. Du Bestie. Einfach mal kurz hier lang. Kurz ein bisschen ausharren. Und dann mal kurz checken, wo hier... Ist das ein dickerer gewesen da vorne, der? Autsch! Meine Fresse! So, und jetzt muss es hier irgendwo rausgehen. Ich hoffe, hier war's. Macht's gut! Meine Fresse, war das krass. Das wird langsam zu einem echt miesen Tag.